Ja, und wir sehen, es geht quasi vom, wie nennt man das denn? Ich setze erstmal ein Save State, damit es dann beim nächsten Mal weitergeht. Ja. Ja, lass mich los, Asche. Oh, meine Axt. Oh. So, schmecke sie. Ja, was wollte ich denn gerade sagen? Ich wollte sagen, dass... Ja, genau, das Level. Ich weiß gar nicht, was es war. War es eine Scheune oder sowas? Wie sagt man? Pferdestall? Kuhstall oder was auch immer. Geht's dann ins Freie, auf dem Weg zum Schloss quasi. Das finde ich sehr geil im Spiel, dass man einen, ja, Weg zum Schloss von Dracula erstmal machen muss. Bevor es dann da richtig hingeht, bevor es dann da richtig drin zur Sache geht. So ein bisschen was von Castlevania 2 auch. Sehr geiler Teil, liebe ich. Wenn ich das irgendwann mit dem Aufnehmen gebacken kriege. Schissener Zombie. Wird das auch auf jeden Fall ein Teil, den ich durchspiele. Ja, sehr geil gemacht. Mit den ganzen Quests, die man da machen muss, ist, glaube ich, der, ja, sag ich mal, vom Gameplay her besonderste Teil der Reihe. Wenn ich mich nicht irre. Ich habe natürlich, muss ich zugeben, die Teile, in denen man Alucard spielt. In der Meinung, es war Alucard. Die habe ich fast noch gar nicht gespielt. Ich habe zwar einen auf der PS2 und einen auf der PS1. Aber, naja, gespielt habe ich sie noch nicht wirklich angespielt. Ich habe das immer. Ich habe immer den Peitschenmeister. Oh nein. Bevorzugt. Ja, hier haben wir ein paar eklige Kröten. Ich glaube, ich weiß noch, dass die sehr nervig sind. Sein können, wenn sie wollen. Das ist ja wirklich jeder, wa? Jetzt könnte ich eigentlich schon Energie gebrauchen. Manchmal ein bisschen schwer, hier die Gegner zu sehen bei dem Game, muss ich sagen. Sind alle gut getarnt. So, haben wir uns Cross-Boomerang wieder. Ich habe die Uhr nicht einmal benutzt. Für mich sehr ungewohnt, dass ich hier den R-Knopf drücken muss. Beim anderen Game, bei Vampire's Kiss, aka Dracula X, muss man ja oben und den Schlagknopf drücken. Naja. Bla bla. Himmel mit dunklen Regenwolken auf diesem Gebirgszug. So, was passiert jetzt? Oh, okay. Das hatte ich ja eigentlich gerade erst gesehen. Ja, gut, okay, das war ja totaler Abfall. Okay. Das war sozusagen der Endboss wahrscheinlich. Muss ja dann auch noch ein bisschen konsequenter in meinen Bewegungsabläufen werden. Stelle ich gerade fest. Und ich muss zugeben, Herr Spark, die Cross-Boomerangs sind hier wirklich von Vorteil im Spiel.
ganz schön deftig. Eben gerade auch bei Medusa. Die Echse auch gut, aber wesentlich kleiner als in den anderen Castlevania-Teilen. Deswegen kleinere Angriffsfläche quasi. So, da haben wir schon wieder ein Leben bekommen. Ich hoffe nicht so schnell verbrauche. Da finde ich auch sehr schön, dass hier der Boss dieses Levels quasi, Boss Medusa, mittendrin kommt. Ich benutze meine Waffen zu wenig, meine extra Waffen, das ist nicht gut. Das könnte sich später scheiße auswirken, weil dann vergesse ich sie zu benutzen, weil ich sie ja so oft nicht benutze. Gut, ich glaube, das ist schon das Ende des Levels. Wenn ich das jetzt gerade noch echt in Erinnerung habe, ist ja noch nicht so lange her, dass ich es gesehen habe eigentlich. Ja, und dann fange ich den Boomerang auf dem Rückflug noch nicht mal. Komm, hier, dich nehme ich auch mit, ne? Den kommt keiner. Ja, ich glaube, das war's. Ja, das war's. Heißt, speichern und wir sehen uns beim nächsten Level wieder. Bis dahin, macht's gut.